So, ich grüße euch. Nach ganz schön langer Zeit sind wir jetzt mal wieder hier. Das letzte Mal hatte ich ja hier die Tarp-Videos gemacht und da lag ja noch Schnee. Jetzt sind wir wieder da. Und ich möchte heute kleine Auswahl von neuen Sachen, die jetzt die nächsten Tage, beziehungsweise eigentlich teilweise auch schon heute in den Shop kommen, mal live vorstellen. Und es geht gleich mal los mit meiner Bekleidung. Die Hose, die ich anhabe, man hat es gerade, wie ich hergekommen bin, schon gesehen. Also, die ist kurz, das ist die neue Outer Shorts. Die basiert eigentlich auf einer Mischung aus der EDC-Hose und der PCU-Hose. Von der PCU-Hose hat es die Oberschenkeltaschen und die generelle Schnittform. Und von der EDC-Hose hat es die Gesäßtaschen, versitzende Gesäßtaschen und ja, ein Dings und den generellen Aufbau vom oberen Teil. Das heißt, wir haben hier auch wieder die nach außen und unten versetzten Gesäßtaschen mit der Taschenmessertasche. Und die sorgen dafür, dass man längere Zeit auch mit gefüllten Taschen mit Survival-Kit in der Tasche sitzen kann. Man hat sein Messer gut griffbereit, es scheuert nirgends und sie sitzen tief genug, dass man auch mit einem Rucksackbeckengurt drankommt. Das sind die neuen Outdoor-Shorts. Die anderen Ausrüstungsteile, die ich heute dabei habe, die stelle ich euch jetzt nach und nach vor. Und dann hätte ich gesagt, fangen wir mal an. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter mit unseren Neuheiten und wir fangen gleich mit dem größten Teil an. Dieses unscheinbare kleine Bündel hier. Ihr werdet euch jetzt denken, Fallschirmschnur, Pieschnur, das ist jetzt nicht wirklich so neu. Aber das ist tatsächlich nicht einfach nur ein Bündel Schnur. Was wir hier haben, ist eine Hängematte. Eben aus einer Art Pieschnur Utility Cord gemacht. Sehr leicht, sehr reißfest und für alles Mögliche vom Gepäcknetz über Basis für eine Krankentrage und ein improvisiertes Feldbett einsetzbar. Die wird in dieser Woche noch online gehen bei uns im Shop und werden wir heute auch mal ausprobieren. Packe ich dann auch noch das Video dazu hier im Anschluss mit rein. Ja, das ist jetzt eines der Neuheiten. So, jetzt kommen wir zum Bastelsäckchen. Die anderen Neuheiten sind jetzt nicht so gewaltig groß. Zwar haben wir jetzt auch zwei neue Feuerstelle. Werde ich dann auch später noch Funktion zeigen. Ihr kennt die vielleicht schon. Die hatten wir schon in Oliv im Angebot. Sind sie jetzt auch wieder. Und jetzt habt ihr eben auch die Auswahl, sie in Schwarz und in Rot zu nehmen. Von der Funktion her sind alle gleich, also ihr könnt die auswählen, die euch von der Funktion, Entschuldigung, von der Farbe am besten zusagen. Das ist wieder das klassische Design. Wir haben hier den Feuerstahl, wir haben hier den Schaber. Sobald die Schutzschicht abgekratzt ist, funktionieren die dann. Und hinten in dieser Kapsel könnt ihr noch euren Zünder mitführen. Wie gesagt, Funktion zeige ich dann gleich nochmal im Anschluss. Dann haben wir den Feuerstahl hier neu. Er ist extrem lang. Damit hat er auch einen extrem langen Weg, auf den man eben schaben kann. Das heißt, er nimmt jede Menge Funken mit. Das heißt, mit dem Stab habt ihr einen ziemlich starken Funkenschauer. Und er ist auch mit kalten, klammen Händen gut zu bedienen. Zudem, was ich da noch sagen muss, der Feuerstarter funktioniert natürlich out of the box, so wie er kommt. Aber was ich machen würde, beziehungsweise mit dem hier auch schon gemacht habe, nehmt euch eine billige Feile oder einen einfachen Schleifstein und macht den Schaber blank. Jetzt tut das ihr hier eine schöne 90 Grad Fläche habt. Also 90 Grad Kante. Damit geht es auf jeden Fall noch besser.
Der Feuerstahl wird sich dadurch ein bisschen schneller abnutzen, aber ihr habt größere und heißere Funken. Ihr könnt natürlich, wenn ihr eh vorbereiteten Zunder habt, wie Vaseline in Watte oder nur Watte, könnt ihr euch das auch sparen, da funktioniert er auch ohne Probleme. Aber gerade wenn ihr sagt, ihr geht auf natürlichen Zunder, dann geht es auf jeden Fall mit diesen Modifikationen noch besser. Und schließlich und letztendlich haben wir noch so einen Klassiker-Feuerstahl, der demnächst auch ins Programm kommt. Übliche mit dem gekürzten Sägeblatt als Striker. Der ist weicher als die anderen. Das heißt, der macht größere, tropfendere Funken. Das ist der, den ich am ehesten nehmen würde für ein Survival Kit. Oder wenn ich sage, ich möchte wirklich nur mit natürlichem Zunder arbeiten, weil die Funken von diesem Feuerstahl auch länger brennen. Der andere, der rote, also der hier, das ist der Allzweckfeuerstahl, den ich normal auf die Touren mitnehmen würde, weil er einfach von der Handhabung der beste ist. Den hier würde ich jetzt für explizit Survival Kit, Survival Dose hernehmen. Oder auch als Backup-Feuerstahl, den ich irgendwo ins Auto werfe oder irgendwo im Rucksack vergrabe. Und das ist auch mit der günstigste, den wir jetzt neu haben. Dann die hier, das ist quasi die Luxusversion für ein Bushcraft-Kit. Den habe ich zum Beispiel auch im Winter dabei. Aufgrund der Größe liegt er einfach super in der Hand. Und man kann am besten wirklich mit Handschuhen damit arbeiten. Ja, das sind die Feuerstelle. Was ich jetzt noch hier habe, ich habe vor längerer Zeit mal, die Fliegen sind zurzeit echt lächerlich, mal gewünscht, dass wir so bei Kompassen noch ein bisschen mehr Auswahl reinbringen. Da haben wir jetzt drei uns zur Auswahl rausgenommen. Einmal kommt der hier, das ist ein Thermometer mit Kompass. Dann der allseits bekannte Knopfkompass, aber in doppelter Größe. Der ist jetzt fast so groß wie ein 2-Cent-Stück. Und hier nochmal der klassische Knopfkompass, aber in besser ablesbaren Farben. Die drei werden wir in Kürze auch in den Shop bekommen. Das kann allerdings noch ein bisschen dauern. Und das sind drei Artikel, die wirklich direkt auf Wünsche von euch zurückgehen. Wo wir wirklich gesagt haben, gut, Ihr habt es danach gefragt, ihr habt es ja oft danach gefragt. Wir schauen uns um, wie wir das realisieren können, und jetzt haben wir es realisiert. Also an dem Kompass mit dem Thermometer noch sehr clever ist, man hat hinten eine Umrechnungstabelle, um aus Windgeschwindigkeit und Temperatur den Windchillfaktor, das heißt die tatsächliche gefühlte Temperatur, abzuleiten. Ja, das war es jetzt eigentlich mit dem Kleingramm. Der Rucksack, den ich hier auf den Beinen liegen habe, der wird demnächst bei uns auch kommen. Den stelle ich allerdings getrennt vor, und zwar dann, wenn er final ist und auch bestellt ist. Da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. Was jetzt dann später noch kommt, ihr habt mir wieder Fragen geschickt, die werden wir heute auch machen. Aber als erstes gehen wir jetzt mal zu den Feuerstellen und zeigen die mal im Einsatz. So, was ich vorhin noch versprochen hatte, das war ja die Nutzung des Feuerstahls. Das werden wir jetzt hier zeigen. Das hier ist trockene Birkenrinde. Die kann man sammeln an toten Birken oder auch, wenn sie lose weghängt, an noch lebenden, ohne den Baum zu schädigen. Man sollte auf keinen Fall von einem lebenden Baum die Birke mit dem Messer abziehen. Denn wenn man das braucht, verletzt man A, den Baum, und B, kann man die Rinde dann eh nicht verwenden, die ist dann noch zu feucht. Also wenn man tatsächlich das Messer braucht, um sie abzuziehen. Es ist wirklich nur das abstehende, in Fransen weghängende Birkenpapier, das wirklich als Zunder gut ist. Das habe ich jetzt hier ein bisschen gesammelt. Habe mir hier ein kleines Zundernest gemacht. So, jetzt gibt es zwei Varianten. Da gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, man hält den Feuerstahl drüber, hält den Striker dagegen und zieht den Stahl einfach weg. Wie ihr seht, geht auch. Mache jetzt nur mal aus. Die andere Variante ist, man setzt den Stab an, hält damit den Zunder fest und schabt dann langsam nach unten. Und wie man sieht, gleicher Effekt. Es brennt. Das Stückchen separiere ich mal.
Man sieht es am schwarzen Rauch, der hier weggeht. Birkenrinde ist voll mit ätherischen Ölen und brennt daher auch im leicht feuchten Zustand. Sieht auch hier, es klebt ein bisschen. Ja, hier kommt auch Besuch. So, sieht auch, wie lang es brennt. Das ist eigentlich bei trockenen Materialien nur dann, wenn sie mit irgendwelchen Ölen, Fetten etc. angereichert sind. So, das löschen wir jetzt. Sieht auch ein bisschen, das schmiert. Das ist tatsächlich wie Teer. Aus Birke wurde früher ja auch Teer gewonnen. Sogenannte Birkenpech oder Birkenteer. War Klebstoff und Dichtmittel. Und Hautmittel, also Mittel gegen Hautkrankheiten. Ich habe jetzt hier extra dickere Rinde. Kann man zum Beispiel auch vorbereiten, ein paar Späne schon abschaben. Dann, na? Vorführeffekt. Es funkt aber, will noch nicht brennen. Ah, jetzt. Und wie gesagt, beide Methoden, das Ansetzen und das Drüberhalten, funktioniert. Was man jetzt genau für sich bevorzugt, muss man sich selber entscheiden. Ich persönlich setze ihn lieber an, weil ich darüber arbeiten kann. Aber wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Was wichtig ist, und das ist immer gültig, wenn ihr ein Feuer macht, ne, dann löscht es auch wieder. Und löscht so, dass es definitiv nicht weiter brennen kann. So, mit Wasser abgelöscht, und zwar so, dass ich jedes Stück in die Hand nehmen kann, ohne mich zu verbrennen. So hinterlassen wir eine Feuerstelle und nicht anders. Hier hängt jetzt die Hängematte. In meiner Abwesenheit darf mein Rucksack sich mal drin ausruhen. Ich habe sie mit jeweils 2 Meter Paracord aufgespannt und auch schon Probe gelegen. Ist jetzt nicht die mega Camp-Hängematte, wo man 4 Wochen drin schläft. Das ist eben eine leichte kleine Hängematte zum dabei haben, um eine Schlafgelegenheit zu haben, um sich einfach mal ablegen zu können, einfach mal unterwegs ausspannen zu können. Und den Zweck erfüllt sie perfekt. Im Gegensatz zu den dünnen Hängematten, also den dünnen Netzhängematten aus dünnen Schnüren, sehe ich da den Vorteil, dass man das Netz wirklich vielseitiger einsetzen kann, vielseitiger benutzen. Und im schlimmsten Fall, wenn wirklich mal was passiert, hat man auch noch ordentliche Schnur. Also im weitesten Sinne würde ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich eine relativ gute, eigentlich richtig gute Survival-Hängematte. Sie ist eben auch nicht so teuer wie manche andere Ultraleuchthängematte. Sie wiegt trotzdem nicht übermäßig viel. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht gewogen. Im Shop werden wir natürlich das Originalgewicht mit dazu packen. Aber ich sage jetzt mal 300, 400 Gramm, ein absolutes Maximum. Das ist vertretbar. Und ja, was soll man viel mehr zu einer Hängematte sagen? Das ist ein großes Netz mit 2 Ösen, das man aufhängen kann. Damit ist eigentlich alles zur Hängematte gesagt. Ich werde jetzt weiter tun, allerdings die versprochenen Fragen und Antworten werde ich jetzt nicht mehr in dieses Video packen. Ich habe nämlich jetzt gerade mal kurz in die Fragen reingelinst und gesehen, das sind Fragen auf Deutsch und Englisch. Das werden wir jetzt diesmal ein bisschen anders machen, das werden wir ein bisschen trennen. Aber das Video wird auf jeden Fall heute auch noch gemacht, wird dann auch noch zeitnah online gestellt. Also habe euch nicht zu viel versprochen, eure Fragen und Antworten kommen. Aber eben ein bisschen in einer anderen Art, wie wir es eigentlich geplant hatten. Jo, das war's dann mal mit den Produkten, die wir jetzt noch in den Shop nehmen für heute. Und wir sehen uns dann quasi jetzt gleich in einem neuen Video zu euren Fragen. Aber hier sage ich jetzt schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. War schön, dass ihr wieder dabei wart.